Einen wunderschönen. Wir sind wieder in Heavy Rain. Heute geht's weiter mit der Folge der Psychiater. Letzte Folge haben wir ja zwei Kapitel auf einmal gehabt. Heute machen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen mal zum Psychiater. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Los geht's. Dienstag, 13 Uhr, 19,43 mm. Mal gucken, ob ihr drauf kommt. Ich bin sehr gespannt. Fledermaus, Insekt, Schmetterling, nicht was sehen wir? Ethan. Sagen Sie, was Ihnen in den Kopf kommt. Schmetterling. Ein Schmetterling. Ein Fuchs. Ein Fuchs. Gesichter klingen Krebs. 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 Tod, Blut, Schatten. Tod. 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 Ich bin wieder bei Ethan. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Da steht sogar rechts oben Sadness. Traurigkeit. Wie geht es, Sean? Zuneigung. Unglücklich. Nee, enttäuscht. Ich weiß, er ist enttäuscht von mir. Ich bin nicht mehr der Vater, der ich einmal war. Er ist ein guter Junge. Er verdient was Besseres. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Betäubt, tot, deprimiert. Betäubt. Ich fühle mich irgendwie wie betäubt, als ob es nicht real wäre. Manchmal sage ich mir, das ist alles nur ein Albtraum und ich werde gleich aufwachen. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Ach ja, unser Traum hier. Blackouts. Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß da nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Ui. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Okay. Aber der hat meine Gefühle ausgelesen, was Sie ich empfinde. Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Er sagt nicht, das war's schon wieder. Sind schon im nächsten Kapitel. 16 und 10, 15,04 mm. Hungrig spielen, Problem, Schule. Spielen? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Oh. Warum denn nicht? Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Das glaube ich dir nicht. Wie war's denn heute so in der Schule? Alles gut. Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean.
Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Mittlerweile war ich pünktlich. Willst du was essen? Früher liebte es schon, in den Park zu gehen, zu lachen und Unsinn zu machen. Er war so glücklich. Aber das war vorher. Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt er nie zurück. Kann ich mal probieren? Oh oh, Bumerang werfen war nie meine Stärke. Bei mir kam der auch nie zurück. Und los. Und er kommt. Und schon lächelt. Und nochmal. Und los. Wow, du hast es geschafft, Dad. Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also, das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Jetzt. Wirf ihn! Ne? Vorsicht! Boah, sehr gut! Geschafft, Dad! Ganz toll schon! So, jetzt hat er mich wieder lieb. War gar nicht so schwer. Gehen wir was essen. Es macht ihm wohl Spaß. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich finde etwas anderes für uns beide. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Ui. Lässt sich sogar begeistern. Sehr gut. Setzen wir uns mal mit drauf. Komm, Dad, lass mich fliegen! Ein Regenbogen im Hintergrund. Gib mir hier echt Mühe. So, noch was? Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Alles schon. Und los geht's. Los, Dad. So schnell wie du kannst. Schneller. Geht mir schneller. Schneller. Na los. Da wird's schön. Umkreisel. Jetzt hat er Schnappatmung. Ach, nicht schon wieder deprimiert sein. Oh, ah. Jetzt ist dir ganz schön schwindelig. Ein gutes Astronautentraining.
ganz nach Regen aus. Stimmt, es regnet noch nicht wirklich. Okay. Ja, hol deinen Rucksack. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. So, in welche Richtung müssen wir gehen? Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder runterkomme. Ich folge einfach schon, da kann ich nicht verlieren. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Na klar, natürlich. Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Einmal. $1. Das schon. Ich will wieder so ein Vater werden wie früher. Ein glücklicher Vater. Oh, was hat er denn jetzt? Oh, er ist schon wieder völlig abgelenkt. Ne? Und zetten. Oh, jetzt schon wieder. Ein Traum. Kenny wie Corner. Da waren wir schon mal. Wo ist Sean? Oh, da kann er mal schnell rennen. Oh, hier ist der Spielplatz. Wo ist Sean? Sean! Sean! Sag nicht, ich hab das nächste Kind verloren. Sean! Sean, wo bist du? Oh, sein Rucksack. Sean! Warum ist sein Rucksack hier? Sean! 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 Sean, wo bist du? Sean! Wo ist Sean? Ich glaube, er läuft jetzt ganz schnell nach Hause. Sean! 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 Nicht da. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich weiß auch immer noch nicht, was mit der Mutter ist. Eine Origami-Figur. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Den gucken wir uns gleich mal an. Ich gehe hier gleich mal in die Pause und dann machen wir hier die Folge in Cut, weil wir sind dann wieder mit, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, mit Ivo unterwegs, mit dem FBI-Agent. Gucken, was der uns zu sagen hat. Ich mache einfach hier mal wieder einen Cut. Ich will hier cutten. So, zack, wir sind mal gespannt, was wir für einen Bonus bekommen haben.
Dafür gehen wir einfach mal kurz ins Hauptmenü, bevor das hier weitergeht. Bonusinhalte. Konzept Kunst 1, ja. Ach, wie so die ganzen Szenen entstanden sind. Coole Sache. Ja, so ein bisschen was haben wir schon freigeschaltet. Wird noch einiges dazu kommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge weiter, wieder. Dann gucken wir mal, was mit dem FBI-Agent passiert. Und Ethan hat das zweite Kind verloren. Also da, ja, ich glaube, er hat Blackouts oder irgendwas anderes. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut und tschüss.